Aber die Aufarbeitung dieses Attentats läuft natürlich weiter. Die Direktorin des US-Geheimdienstes Secret Service, Kimberly Cheatley, hat nach dem Attentat auf Donald Trump Fehler eingeräumt. Ein Rücktritt, den schließt sie jedoch aus. Ich bin die Direktorin des Secret Service und es ist meine Aufgabe, sicherzustellen, dass wir eine Untersuchung durchführen und unseren Mitarbeitern die notwendigen Ressourcen zur Verfügung stellen, sagte sie. Den Attentatsversuch bezeichnete die Geheimdienstchefin als inakzeptabel. Der Secret Service ist nicht nur für den Schutz des amtierenden US-Präsidenten, seines Stellvertreters sowie hochrangiger Kongressmitglieder zuständig, sondern auch für alle noch lebenden Vorgänger. Darüber möchte ich sprechen. Mario Pröhl ist mir nun zugeschaltet, ehemaliger KSK-Soldat. Herr Pröhl, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Schönen guten Morgen, danke schön. Es gibt also eine riesige Kritikwelle in den Vereinigten Staaten an dem Verhalten des Secret Service, daran, wie dieses Attentat abgelaufen ist, dass das in der Form überhaupt möglich war. Verstehen Sie die Kritik, die nun laut wird? Also ich kann die Kritik geringfügig verstehen, beziehungsweise teilweise. Das ist wie bei der Fußball-Europameisterschaft oder Fußball-Weltmeisterschaft, wenn wir dann plötzlich Millionen an Bundestrainern haben, die alles besser wissen als derjenige, der auf dem Platz steht. Es gibt mit Sicherheit Fehler, die hier gemacht wurden. Das ist in den Videos relativ deutlich zu sehen, dass es Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Aber so eine massive Kritik, wie in den sozialen Medien momentan dargestellt wird, halte ich für etwas realitätsfremd und übertrieben. Also Sie würden da gerne mehr differenzieren. Deswegen vielleicht gucken wir uns das gemeinsam auch noch mal an, den Moment, in dem dann die Schüsse gefallen sind, um das eben auch noch mal im Detail zu beurteilen. Ja. If you want to really see something that said, take a look at what happened. Trump also in diesem Moment dann auch noch von den Secret Service-Mitarbeitern zu Boden gedrückt, aber dann lassen Sie ihn wieder nach oben kommen. Vielleicht sprechen wir, weil Sie haben gesagt, es gibt einiges, was man eben ein bisschen anders betrachten muss. Vielleicht fangen wir mal an überhaupt, dass dieser Schütze dort auf das Dach gekommen ist. Offenbar hat ein Polizist ja dann auch noch versucht, den Mann dort zu stoppen, wurde ebenfalls bedroht. Wie schätzen Sie das denn überhaupt ein? Ja, die Kritik mit dem Schützen auf dem Dach ist mehr als gerechtfertigt. Die große Frage ist, wie konnte der auf dieser Entfernung überhaupt auf das Dach kommen, ohne dass im Vorfeld alles abgesperrt wurde. Dass Passanten den Schützen beobachtet haben, wie er aufs Dach geklettert ist, und zwar mit einer Langwaffe, das wurde dem Polizisten gemeldet. Und da stelle ich mal einfach den normalen Kommunikationsproblem, wie wir sie in Berlin 2016 beim Weihnachtsmarktattentat auch hatten, dass nach 3 Minuten klar war, dass es ein Anschlag hätte sein können oder könnte. Und das wurde auch nicht weiter gemeldet. Also diese Kommunikationswege auf verschiedenen Kanälen, die sind nicht unüblich. Man hätte schneller reagieren können. Hinterher ist man immer besser und schlauer. Dass der Schütze überhaupt mit der Langwaffe so nah rangekommen ist, das ist eine Frage, die muss dann aufgeklärt werden. Aber was man auf dem Video eindeutig sieht, ist, dass nach dem ersten Schüssen der Secret Service von drei Seiten relativ schnell auf der Tribüne war und den Präsidenten zu Boden gedrückt hat. Donald Trump ist bekannt als jemand, der sich nicht gern versteckt und nicht gern klein macht. Demzufolge kann ich das nachvollziehen, dass der Secret Service große Probleme hatte, den angehenden, vielleicht wiederwählenden Präsidenten am Boden zu halten. Also, dass er natürlich dann mit seiner gehobenen Faust immer wieder Fight, Fight, Fight ruft, ist ein starkes Signal, was den Secret Service natürlich die Arbeit nicht unbedingt erleichtert, aber politische Wegweiser sein könnte. Das heißt, um jetzt noch mal auf diese Dachszene auch zurückzukommen, das heißt, glauben Sie, es ist ein Argument, was man annehmen kann, wenn es jetzt einfach heißt, dieser Schütze Thomas Crooks, der hat sich dort quasi fast wie in einem toten Winkel bewegt, also war tatsächlich von den Scharfschützen des Secret Service so nicht einzusehen? Nein, das würde ich nicht sagen. Also ich glaube schon, dass er einzusehen war. Wie gesagt, es gibt viele Punkte, die man besser machen kann. Ich will nicht sagen, dass der Secret Service massive Fehler gemacht hat. Die haben mit Sicherheit Fehler gemacht, aber das ist, wie ich auch eingehend schon gesagt habe, bei einem Fußballspiel, wenn alle Bundestrainer auf der Tribüne sitzen, die sehen auch einiges anders.
Und jemand, der nicht in der Lage gewesen ist, also nicht in der Situation, nicht vor Ort gewesen ist, den würde ich allgemein bitten, mit Kritik etwas zurückhaltender zu sein, weil nur die Leute, die wirklich den Job ausüben, und zwar jeden Tag unter Vollstrom stehen, die wissen, was sie tun. Und da passieren halt auch Fehler. Und das ist menschlich, auch wenn man im Nachhinein sagen kann, bei so einer Vorstellung sollte das nicht passieren. Aber wir reden hier von einem Wahlkampf und der ist jeden Tag überall präsent. Und da kann meiner Meinung nach auch dem Secret Service mal ein Fehler unterlaufen, der hier relativ glimpflich abgegangen ist. Und ich bin der festen Überzeugung, dass der Secret Service super aufarbeiten wird. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass eine solche Szene in den nächsten Monaten nicht wieder auftreten wird. Also der Secret Service wird definitiv größer, weiträumiger absperren, besser kontrollieren, vielleicht sogar die Manpower erhöhen. Wir haben jetzt ja auch Bilder gesehen vom Parteitag der Republikaner, wo Donald Trump wirklich umringt ist von ja, mehreren Secret Service Beamten. Also da wird man sicherlich jetzt auch gerade nach diesem frischen Vorfall noch mal nachschärfen. Nun gab es auch, Sie haben die Heme angesprochen. Es gab auch sehr viel ja, Gelächter im Netz über teilweise auch Secret Service Mitarbeiterinnen, die dann auch die Waffe nicht richtig in ihr Halfter bekommen haben. Aber Sie sagen, das ist eben alles wirklich dieser Ausnahmesituation geschuldet? Ich bin davon überzeugt, ich habe das selbst gemacht. Ich bezeichne mich selbst nicht unbedingt als Experte, sondern als gut trainiert und sehr erfahren. Und daher weiß ich halt, dass man super trainieren kann in Friedensszenarien, aber die Realität sieht meistens etwas anders aus. Da kommt eine Riesenportion Adrenalin hinzu und vielleicht auch Seiterscheinungen, die man im Training gar nicht mitbedacht hat. Also ich will das nicht schönreden. Es ist definitiv einiges schiefgelaufen. Das wird aufgearbeitet werden, bin ich mir fest davon überzeugt. Aber ich würde das Ganze als menschliche Fehler betrachten und die können nun mal passieren, gerade in so einer Ausnahmesituation. Und wenn man die letzten Jahre betrachtet, die der Secret Service relativ gute Arbeit geleistet hat mit allen öffentlichen Auftritten, vielleicht schleicht sich dann auch ein bisschen Routine ein, die Selbstsicherheit, es wird schon nichts passieren. Und diese Szene von vorgestern ist halt ein Wake-up-Call, so kann man das bezeichnen, sodass auch der Secret Service wieder etwas mehr die Sinne schärft. Meine Kritik hält sich sehr, sehr, sehr in Grenzen gegenüber dem Secret Service, weil ich aus eigener Erfahrung mir darüber bewusst bin, wie stressvoll sowas sein kann. Danke nochmal für diese Einordnungen von einem Fachmann wie Ihnen, Herr Pröhl. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Sehr gerne, schönen Tag noch. Vielen Dank. Ihnen auch.